mit dem Hey-Auto! Wir machen nämlich wieder einen Roadtrip und zwar nach Südtirol. Wenn ihr euch das erinnert, habt ihr ja letztes Jahr da geistkranke Sachen gemacht, Helikopter, Ski gefahren. Wir haben da so kranke Sachen gemacht. Dieses Jahr fahren wir im Sommer hin, das heißt, es ist kein Schnee, aber wir werden trotzdem kranke Scheiße machen. Ich habe auch ein bisschen Angst. Ossi von der Stabinger Alm hat da wieder Sachen für uns organisiert. By the way, die Stabinger Alm, absolute Empfehlung, geht auf jeden Fall hin. Ich würde sagen, fahren wir, let's go! Wir mussten dann 10 Stunden Auto fahren. Das war wirklich unglaublich. Bis dann endlich die Berge kamen und wir am Stabinger Hof angekommen sind. Wir sind angekommen. Wir haben es geschafft. Wir haben irgendwie auf dem Weg eine Ziege aufgesammelt. Ja, 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 fein. Habt ihr das gerade? Die ist so verfressen. Für das, was ihr gerade gesehen habt, müssen wir jetzt eine Ziege klauen. Einer von denen wird jetzt... Juhu! Eine von euch wird geklaut. Ziege! Nehmen wir auf keinen Fall. Locke sah letztes Jahr noch so aus. Die Locke sind ein bisschen zu lang. Die kann gar nicht mehr sehen. Wir haben einfach die genommen, die als erstes rausgegangen ist. Ziege der Wahl? Ja, die ist doch dumm mit Essen. Da kommst du sofort mit, Digga. So blöd kann keiner sein. Wir gehen jetzt auf eine Reise. Nein. Wir haben aber jetzt einen neuen Freund kennengelernt. Ich würde sagen, das wird wieder eine wilde Woche. Wir sehen uns morgen. Wir machen gerade auch wieder einen Notfall, Freunde. Die Ziege hat sich verfangen. Nein. Zoe, gib alles. Rette sie. Er ist der beste Freund. Er hilft ihm, wollte ihm im Moment helfen. Einfach runterhergehen. Ja, Mieke! Wie kann man denn so blöd sein? Er realisiert gerade selber nicht, dass er frei ist. Außerdem noch eine kleine Info an alle, die in Südtirol wohnen. Wir machen ein spontanes Fan-Treffen und zwar an dieser Adresse um 18 Uhr. Kommt vorbei, wenn ihr uns treffen wollt. Jetzt geht's auf die Junge, was ist denn mit denen los? Die fahren ja langsamer als... Ach du Scheiße, die Fallen kippen gleich um. Ja, Mieke! Wir sind dann oben angekommen, aber haben dann so eine Reifenbahn gesehen. Was wir nicht wussten, ist, dass die für Kleinkinder war. Und wenn man schwer war, das absolut nicht mehr gut war, so mit zu fahren. Oh nein. Nein, die stecken geblieben, Digga. Der Spaß des Jahrhunderts. Ja, Mieke! Bei mir ist dann völlig eskaliert, weil ich so schwer war. Alter! Was ist das? Ich bin, glaube ich, fast gestorben. Und erst nachher haben wir auf dem Schild gesehen, dass es nicht für unser Gewicht ausgelegt war. Naja, auf über Mega. Auf unserer Reise in den Alpen haben wir einen Einheimischen gefunden, der hier seit über 50 Jahren in den Bergen lebt. Sommerrodelbahn! Wer ist bereit für die Sommerrodelbahn? Ja! Hier ist keiner bereit außer wir. Wir sind drin, Freunde. Ich hab Todesangst. Ich hab sowas noch nie gemacht. Auffahren verboten, ne? Danke dir, Digga. Los geht's! Doch, ich habe mir selber eine Challenge gesetzt, die nachher mir ziemlich zum Verhängnis wurde. Die Challenge ist nicht einmal zu bremsen. Ich werde nicht einmal bremsen, Leute. Dann testen wir, es ist zu bremsen. Okay, easy. Let's go! Ach du Scheiße! Oh mein Gott, die Challenge! Ich habe das dann die ganze Zeit durchgezogen, bis auf einmal so eine richtig steile Stelle kam. Alter, wie steil ist das denn? Was ist das denn? Das ist die schnellste Runde meines Lebens. Warum ist das so schnell? Das fährt ja 100 km/h. Das geht ab, Kühe! Oh Gott! Oh Gott! An der Stelle muss ich die Challenge abbrechen. Da stand auch überall Bremsen, Bremsen, Bremsen. Sonst ist man wirklich rausgefallen. Oh mein Gott. Bremsen, 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 Bremsen. Alter, Alter, Alter. Okay, man muss bremsen, sonst fällt man raus. Unten angekommen hatten wir aber ein kleines Problem. Wir sind alle am Berg angekommen, aber irgendwie so nicht mehr da und die ist auch nicht zu sehen. Ich weiß nicht, hat das überlebt? Wo ist die? Digga, Zoe fährt mit 1 km/h darunter. Was ist das denn? Der andere muss die ganze Bremsen wegnehmen. Die schnellste von allen, Digga. Du warst so langsam. Ja, aber du musst Gas geben, dann sieht das lang. Einen Tag später haben wir uns aufgemacht, um einer der krassesten Orte hier zu sehen. Ich glaube, das ist der krasseste See, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Verstehst du? Wegen See und... Ja, egal. Ich habe in meinem Leben noch nie so etwas Schönes gesehen. Guck dir das mal an. Sieht aus wie Köln-Kalk. Das ist echt wie Köln-Kalk. Hier einmal Köln-Kalk, hier einmal wir. Junge, ist das krass. Was ist das denn für eine Scheiße? Was laberst du? Hier seht ihr mal, wie die Aufnahme aussieht. Das sieht mega aus. Die Qualität ist wirklich einfach nur atemberaubend. Ja, mega. Das war ehrlich, guck mal, das sieht jetzt überall aus wie ein Werbebild. An so einem heißen Sommertag, an so einem schönen Ort. Hey, damals Abkühler. Es fühlt sich an, als ob ein Gletscher auf mich runterprasst. Aber ich runterprasst. Keine Ahnung. So, Freunde, ich habe uns eine Yacht besorgt. Da! Oh. Ich habe, glaube ich, gerade die Katastrophe im Hintergrund gehabt. Nein, nein, nein. Doch, die arme Frau, Digga. Erstmal die Bezahlung. Wie viele Helga muss man jetzt dafür bezahlen, dass wir jetzt hier mitfahren dürfen? Für das Hey-Moritz-Cargo. Machen wir 4 Helga für das Boot? Okay. Okay, wunderbar. Sehr gut. Danke. Ja, so bezahlt man hier, by the way. Also, jetzt werde ich auch noch bestohlen hier. Na toll. Junge, das bockt ja so krank. Ich glaube, es gibt keinen krasseren Ort, wo man sein kann, oder? Ah, nicht spritzen, nicht spritzen.
Nee, das wäre auch doof, wenn wir jetzt noch nass werden würden, ne? Junge, ich sag euch ehrlich, das ist eine der schönsten Sachen, die ich mir jetzt gemacht habe. Meine Lieben können sogar einpacken dagegen, finde ich. Sagen, wo wir uns jetzt hier alle so schön auf dem Boot versammelt haben, machen wir doch eine kleine Challenge. Wir machen eine kleine Sing or Swim Challenge. Keins. Das sieht zwar warm aus, Leute, aber es ist arschkalt. Einer wird vom Ufer jetzt geworfen. Wer fängt an? Nick, Schnack, Schnuck. Di-di-di-di-di. Bob Ufer mit dir. Also, ja, an die Kante bitte. Sehr schön. Ich habe wunderbare Fragen für dich. Bist du bereit? Wie heißt meine Mom? Steffi. Richtig. Du hast noch zwei Fragen. Vielleicht kommst du auch gar nicht ins Wasser. Wie heißt mein Dad? Das ist ja so einfach, Moritz. Ja, los! Ah! Warte, warte. Ich weiß, wie alt. Aua! Haben wir getaucht. Was ist das denn? Ich weiß doch, wie alt. Mike, hör jetzt auf, ich wollte es gerade sagen, aber ich muss einfach so lachen, weil du mich so dumm angeguckt hast. Okay. Hilfe! Ja, die versucht schon, die anderen Boote. Ja. Ich will nicht rein! Sing den Song weiter. 600 Videos jeden Tag. Eine Million jeden. Ah! Was ist für ein Digga? Wieso kannst du den legendären Song nicht? Hast du gesagt, eine Million. Ja, ne? Nein, eine Million jeden irgendwas hast du gesagt. Ich hab gesagt, eine Million Videos jeden Tag. Das ist falsch. Eine Million Abos in einem Jahr. 600 Videos jeden Tag. Eine Million jeden. Ich hab auch schon Publikum bekommen. Wunderbar. Und hier ist der wunderbare Hey Moritz. Wie viele Daily Vlogs habe ich gemacht? 700? 699,9. Aber ja, 0,9. Okay. Jetzt, wer Gott muss, wenn du mich weißt. Wie heißt mein Opa? Warte. Digga, nein! Warte. Du warst schon so bei ihm, Digga. Du weißt nicht, wie alt. Rein mit dir. Nein. Wie heißt dein Opa? Opa, weißt du nicht, wie er heißt? Nein. Vinzenz, Digga. Vinzenz. Ach, Finne wusste ich. Ja, du hast doch nicht gesagt, ne? Wenn dein Opa das sieht, er wird enttäuscht sein. Ja, war nicht so spektakulär, wie ich dachte. Bin ich dran, oh nö. Bist du bereit? Nein, ich bin nicht bereit. Hey. Vielleicht kann ich auch richtig beantworten. Vielleicht muss ich gar nicht einfallen. Wie? Hey, Gam. Meine Katze. Mann, wo ich. Warum so. Ah, nein. Mieze. Warte, lass mich kurz überlegen. Darf ich kurz ein bisschen mehr Überlegungszeit haben? Nein! Mieze. Wie heißt die nochmal? Mauzi, wie heißt die? Ich will nicht rein. Wie heißt sie? Oh mein Gott, ist das kalt! Geile Mädels, geile Jungen. Okay, lass mich. Yeah. Hilfe! Nee. Wie soll mir das helfen? Ich brauche richtige Hilfe. Ach so. Ich bin gerettet. Was schwimmt hier? Ich wollte schon einfach nackt hier sein. Die nackte Wahrheit spüren. Alle nackt im See. Nackt im See, Leute. So wie das Video heißt. Halt mir das Boot nackt auf, ich okay, nackt im See, Leute. Let's go. Johannes, du musst es alles ertragen. 3, 2, 1. Nackt im See. Nackt im See. Ich bin rein. Es ist so kalt. Nackt im See. Mega. Ich bin gestrandet des Walrosses, Digga. Und mit diesen wunderschönen Aufnahmen ist die erste Woche Südtirol vorbei. Aber seid bereit für die zweite Woche. Nächste Woche, es wird so krank. Wir machen die Actionwoche und ich weiß noch nicht, ob wir das überleben werden. Was ist denn? Ich Du wusstest, also ich hab Kamera, Digga, dass du nicht wusstest. Du hast mir reingeschüttet. Weiß nicht so. Das war Achselhaare, Digga. Ich mag meine Achselhaare. Okay. Also. Lass dein Like da für meine Achselhaare.